Hallo und willkommen zurück zu Ad Infinitum. Ja, so wie es ausschaut, müssen wir jetzt hier fliehen. Lauf, 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 lauf. Dann macht halt auf. Bin ich durch. Irgendwie durchglitscht. Keine Ahnung. Ruff, 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 ruff. Überlebe die erste Begegnung mit der Verstümmelung. Was für ein Scheiße. Gräben. Okay, wir haben was Neues. Was steht da? Finde den Weg zurück in die in den Kommandobunker. Okay. Das heißt wieder ewig umher irren. Ich bin eine Taub. Zurück. Wo bist du gewesen? Hast du diese Schreie gehört? Feind ist erneut in unsere Gräben eingebrochen. Triff mich im Stabsbunker. Es liegt an uns. Allein an uns. Okay. Natürlich ist dazu. Stabsbunker, hat er gesagt, ne? Sanitäranlagen? Naja, das ist wahrscheinlich eher das Scheiß aus hier. Weidenbachs-Meldung an den Stabsarzt. Hiermit möchte ich offiziell Beschwerde über den Kompanieführer Leutnant von Schmidt einreichen. Er hat den Unteroffizieren eigen und fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen, um mich als Dr. Eisenbahn zu verspotten. Das kann man doch ganz am Anfang schon gelesen. Mhm. Genau, da waren wir doch schon. Ganz am Anfang. Da haben wir noch eine Erkennungsmarke. Ja, auch. Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrecht zu halten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren? Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Da haben wir noch eine. Die werden wir eh nicht alle finden, aber das ist mir ehrlich gesagt auch so egal. Gedicht Teil 1. Einsam im Walde blüht wohl ein Blümlein rot. Bald allzu bald bin ich tot. Bald allzu balde. Fleht, wo ein Stück Blei nimmt mir Sorgen. Mir ist halt einerlei, heute oder morgen. Na toll. Da haben wir noch eine. Das dachte ich dabei auch noch, ne? Okay, wir haben die Drahtschere. Wir wissen jetzt mittlerweile, die sich nicht bewegen. Was? Scheißhaus? Da steht Scheißhaus an der Latrine.
Höfenpfad, Lazarett. Vermutlich da durch, oder? Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Mit Treibstoff lässt sich die Maschine sicher zum Laufen bringen. Na, klasse. Okay. Also, wir brauchen Strom. Und das Ganze führt dann dahinter. Hat aber nichts gebracht. Wie soll ich denn die da hinten wegschneiden, wenn ich da vorne nicht weg... Achso. Der da wär's. Keine Ahnung, was das da vorne war. Konzentriere ich mich eigentlich mehr auf den blöden Draht. Und dann gehst du drauf und darfst das nochmal machen. Löwenpfad. Was haben wir hier? Vorsicht, Loch. Okay. Der Tunnel ist geflutet, unfassbar, die Wasserpumpe. Ah, ich verstehe das. Ich verstehe es. Dafür brauchen wir den Strom. Damit wir das Ding da leer pumpen können. Dahinter. Dazu brauchen wir den Treibstoff. Gehen wir noch mal da durch. Natürlich. Ja, hier ist auch jede Menge. Warum ist da kein Treibstoff? Der Tank scheint voll mit Diesel zu sein. Was? Du brauchst nur noch einen Kanister. Na klar. Okay, Treibstoff haben wir gefunden. Wir brauchen bloß einen Kanister. Tank ist leer. Okay, wir wissen, wo voll der Tank steht. Wie wäre es mit dem Kanister hier? Quittierer Lieferschein. Aktueller Lagerbestand 14 Fässer je 216 Liter Fassungsmögen. Heute geliefert 3 Fässer je. Okay. Leerer Kanister. Er ist leer. Er riecht nach Diesel. Sehr schön. Haben wir das? Schauen wir da auch nochmal rum. Da ist nichts. Okay, wir wissen ja, wo das Fässlein steht. So, gefiltert Diesel. Ölkanister. Sehr schön. So, rein damit.
Lobbert immer noch nach. Also laufen wir mal den Schlauch hinterher. Da waren wir ja schon. So, sehr schön. Die Kurbel sitzt fest. Alles ist klar. Dann gehen wir noch mal runter. Was soll schon sein? Jetzt sind wir ziemlich weit nach unten. So, ist jetzt die Lampe komplett aus. Ach du guter Gott. Ich höre schon wieder was. Der Stacheldraht des Todes hier wieder. Hier. Erkennungsmarke, okay. Nee, da bin ich doch. Da gibt es bestimmt auch noch eine, oder? Ja. Ganz ruhig, Brauner. Ich denke, das ist dann bloß ein bisschen Angst machen, würde ich sagen. Aber das ist nicht der Fall. Was ist, wenn du ins Licht gehst? Was ist das für dich, ne? Ah, der kommt wieder raus. Der wird jetzt uncool. Und vorbei kommt man nicht. Also die Lampe ist schon der letzte Müller. Da kommt man nicht drüber, ne? Also doch. Okay, Idee. Kommst du? Wo ist er jetzt? Blitzlicht. Da kommt man da hinten vorbei, ne? Komm näher. Wo bin ich jetzt hier? Nee, da können wir nicht lang. Oh, Scheiße. Wir kommen jetzt an euch vorbei. Thank you.
Für die Taschenlampe ist schon der Horror, ne? Da durch oder? Nee. Was? Jetzt hat die Blickrichtung geändert. Na mach. Noch eine Marke, okay. Das ist noch eine Marke. Ich komme nicht hinterher, ne? Was ist da? Mundraub. Katzig, Inwerk und ich haben die eiserne Ration satt. Die Lieblinge des Leutnants bekommen alles, was sie wollen. Jetzt holen wir uns auch einfach klammheimlich, was uns zusteht. Korn, Obstbrand und Tabak. Unsere Beute verstecken wir im alten Schacht. Niemand traut sich darunter. Wir haben keine Angst mehr. Nicht vor den Leutnern und nicht vor der Schlacht. Bald ist eh alles vorbei. Tja, die haben wohl abgeschlossen. Betreten verboten und trotzdem sind wir dran. Da geht's nicht lang. Okay. Zählen wir da lang oder da lang? Ich schau mal, da ist bestimmt zu. Als wenn ich es nicht geahnt hätte. Osten. Warte mal, da war was. Schlafplätze. Da waren wir auch schon mal. Und wieder hat sich jemand die Mühe gemacht und alles wieder zugebrettert. Okay, schauen wir mal. War klar, da ist zu. Große Kreuzung. Kann man eigentlich wieder abnehmen, oder? Sieht man wenigstens ein bisschen besser. Was ist hier? Eine Erkennungsmarke, okay. Die müssten wir alle schon gelesen haben, Sonderbehandlung. Das Schlimmste ist, dass sie uns auch Bier und Tabak gestrichen haben. Warum haben ich dann fromm und eigen was beim Trinken gesehen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das haben wir alle schon gelesen. Eiserne Ration. Irgendwie kommt mir das alles ein wenig so bekannt vor. Rezept für Mehlsuppe. Allein an uns. Was? Jawohl. Wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Material für meine Flugstaffel. Sie können sich auf mich verlassen. Jawohl, Herr Kommandant. So, und jetzt? Registrierst du nicht, dass ich da bin, oder was, oder wie? Okay, da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Da bist du ja, Soldat. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast dem großen Saboteur das Handwerk gelegt. Die Waffenproduktion ist wieder angelaufen. Steh bequem, Kamerad. Deine Zuverlässigkeit und dein Ehrgeiz zeichnen dich aus. Mir ist es endlich gelungen, Kontakt zur Heeresführung herzustellen. Allerdings, ich sage dir das nicht gerne, wir sind auf uns allein gestellt. Deserteure und Verräter in der Heimat treiben uns einen Dolch in den Rücken. Sie wollen den Kaiser und die oberste Heeresleitung zur Kapitulation zwingen. Diese Feiglinge haben keine Ahnung, was hier an der Front vor sich geht. Wir werden überrannt. Vielleicht waren es sogar diese Vaterlandsverräter, die all diese Missgeburten gegen uns gehetzt haben, die unsere Gräben verseuchen. Der Feind greift jetzt sogar aus der Luft an.
Ausgerechnet. Es hasst das Licht. Ich konnte es mit Flakscheinwerfern blenden. Dann hat es mit seinem Schrei einen Kurzschluss ausgelöst. Sicherungen, Kabel, alles ausgebrannt. Dieser Feind kennt keine Gnade. Er wird nicht an unseren Grenzen Halt machen. Wenn wir die Waffen strecken, wird er über das Vaterland herfallen. Weggebrannt. Alles, wofür wir jemals gekämpft haben, wäre verloren. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung wissen von uns. Sie zählen auf uns. An Bord meines Flugzeugs befindet sich technisches Gerät. Unter anderem Sicherungen. Draußen, auf dem Niemandsland. Stillgestanden, Soldat! Kämpf dich zum Flugzeugwrack im Westen vor. Sichere das Material. Die Sicherung für den Flakscheinwerfer. Dann blenden wir dieses Ungetüm. Ich gebe dir von dort oben Rückendeckung. Ich sehe mittlerweile wieder sehr klar. Ich werde ein Auge auf dich haben. Und dann... Dann werden wir ein reinigendes Feuer sein. Wir werden den Feind dahinraffen und uns den Weg nach Hause verdienen. Ohne Schwanken, ohne Zögern. Für die Freiheit und das Vaterland. Wegtreten, Soldat. Ich frage mich jetzt ganz ehrlich, jetzt wo ich die Waffen da wieder sehe, warum konnten wir am Anfang eine Waffe haben und konnten wir auch mal schießen oder sowas? Und dann nie wieder. Funkbefehl bereithalten. Diensthabender Funker, Uft Johannes von Schmidt. Datum 10. September 1917. Achtung, streng vertraulicher Ordner an den diensthabenden Officer, Offizier. Der Druck auf unseren Truppen und unsere Heimat wächst. Folglich müssen wir auch den Druck erhöhen. Jedes Zögern kann uns den Sieg kosten. Halten Sie sich bereit für weitere Befehle. So, jetzt zwingen wir uns hier mal durch. Wir brauchen natürlich einen Schlüssel, dass wir da wieder rauskommen. Da ist er auch schon. Sieh an. Für den Heldenweg. Ah, der Tisch. Was? Dein Tisch? Du bist zurück. Muss man nicht verstehen. Und warum kann ich nicht einmal Waffen mitnehmen oder sowas, ey? So, was haben wir hier? Funkbefehl Scheinwerfer. Diensthabender Funker, Ufts Johannes von Schmidt. Achtung, streng vertrauliche Ordner an den diensthabenden Officer. Ab sofort sind sämtliche Suchscheinwerfer unser Flugabwehr Flak an ein elektrisches System gekoppelt. Hierbei handelt es sich um ein äußerst sensibles Kriegsmaterial. Für den Einsatz ist eine durchgängige Stromversorgung dringend zu gewährleisten. Sämtliche Feldabschnitte zur Versorgung sind vor feindlichem Zugriff und Sabotage zu schützen. Ja, hat ja wunderbar geklappt. Halt. Was ist deine direkte Verbindung zur Heeresführung? Aha, okay. Alles klar. Nein. Was? Ach doch, ich kann durch. Oder? Der hat es jetzt gerade aufgemacht. So, für was ist jetzt da der Schlüssel alles? Mann. Echt. Das Türen aufmachen hier. Ah, das heißt nichts Gutes, wenn die Dinger da schon wieder da sind. Vielleicht gibt es noch ein paar Hundemarken. Steht hier Heldenweg. So, links oder rechts? Rattennest. Schauen wir doch mal dahin. Okay, wir haben zwar einen Drahtschneider, aber da kommen wir nicht durch. Nie und nimmer. Achtung, Feindfeuer. Schlammweg.
Haben wir hier noch? Postkarte von Erich. Das hat man schon. Hier waren wir auch schon mal. Kopf runter. Tja, anscheinend muss ich aber hoch. Und da hagelt es damals oder irgendwann einmal vor ein paar Folgen Bomben auf uns nieder und da sah das Flugzeug. Okay. Natürlich. Wie soll ich jetzt den einen Draht erwischen? Schwachfuch. Da fehlt aber die Sicherung. Das ist bloß die Kabel. Was ist denn das? Bist du hässlich? Hör doch auf. Was? Wer winkt denn da? Na toll, es kann fliegen. Auf die Beine, Soldat! Jawohl, los, Sir! Wirf mir die Sicherung zu! Jawohl, Sir! Das ist aber Kassierung, ist bloß die Kabel. Bin blinden? Nicht schlecht. Oh geil, endlich mal eine Knarre. Hinterher! Schnapp dir diese Ausgeburt der Hölle! Ich repariere den Flakscheinwerfer und dann geben wir ihm den Rest! Jawohl, Sir! Keine Müdigkeit vorschützen! Los, los, los! Ja! Ich werde mich opfern. Oh Gott. Wie viel Schuss haben wir eigentlich? Was heißt da hinterher? Mach doch du erstmal den Flakscheinwerfer fertig und dann können wir doch hinterher. Was? 27? Ist das die Hausnummer hier? Natürlich, wenn man die Waffe hat, kann man natürlich nicht die Lampe benutzen. Okay, Sackgasse. Jetzt dachte ich, das wäre was Bestimmtes. 27, ja, das hilft mir nichts. Das ist der Scheinwerfer. Sehr schön. Ein bisschen Blut. Kann man da was machen damit? Da ist eine Kurbel drin. Au. Da ist ein Flak. Okay, jetzt schauen wir erstmal hier rein. Sackgasse. Eine Schaufel. Kann man aber nicht nehmen. Ist nicht überlebenswichtig.
Meine Flak. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man das Viech mit der Flak wegschießen müsste. Okay. Es wird auf jeden Fall ein Zuscheinwerfer nach dem anderen eingeschalten. Aber ich kann nichts machen mit den Dingern, ne? Hallo, mein Freund. Ich hab nicht geschossen. Das war ich nicht. Ich kann nichts machen. Irgendwie. Schmerz. Jetzt tot oder was ist jetzt da? Hä? Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Suche und aktiviere weitere Flak-Scheinwerfer. Bin ich jetzt draufgegangen oder was soll das jetzt? Die Knarre habe ich jetzt auch nochmal oder wie? Finde einen Weg durch das Dunkel. Ich habe wirklich die Knarre noch. Das macht doch keinen Sinn. Okay, wo ist der Draht? Hallo. Ja, hallo, hallo. Halt doch die Schnauze, dass ich so beschäftigt bin. Ich versuche den Draht zu finden. Der böse Punkt, genau, ich spiele hier. Hallo. Ja, ich bin beschäftigt. Mann, geht mir der im Sack. Es liegt an dir. Nur du kannst uns hier rausholen. Hallo? Hallo? Ich glaube, wenn ich sie haue in die Fresse. Ehrlich? Nachdem das mir da abgewählt hat mit dem Draht? Hallo? Hallo? Wo bist du, Soldat? Plötzlich warst du wie vom Erdboden verschluckt. Ach nee, wirklich? Was hat das eigentlich immer mit den Vogelkäfigen hier auf sich? Ist das normal, dass der Ton hier so Aussetzer hat? Vorsicht vor den Tauben?
Springen kann man ja nicht in den Spielen. Ist ja auch so eine Sache, die ist unmöglich. Ich will nicht, dass er geht. Ich muss? Nein, ich will. Zeitung. Der Krieg begann mit der Mobilmachung. Johannes dürfte erzählt an der Front ziehen. Doch dies ließen sie nicht. Verstehst du? Für unsere Freiheit. Wenn nur Paul alt genug wäre, aus ihm wird ein richtiger Soldat. Warum bist du nicht zuerst in den Krieg gezogen? Warum er? Okay, muss er nicht begreifen. Wird schon seinen Sinn haben. Da drüben sehe ich, glaube ich, schon wieder Sophie. Ach, warte mal, da ist die Brücke runter, ne? Das ist Taubenkacke. Was mache ich jetzt hier? Komm ich da hoch? Nee, natürlich nicht. Da sind die Stiefel. Die sollten wir vielleicht befreien, oder? Was hast du denn erwartet? Du glaubst wohl, Rang ist alles. Stiefel, endlich durftest du zeigen, was du kannst. Bist als Leutnant an der Front. Sie haben dir Respekt zu zollen. Dich haben sie ausgelacht. Warum nicht ihn? Und weiter geht's. Okay, was haben wir hier? Nichts. Verpiss dich. Auf jeden Fall finde ich keine Marken mehr oder sowas. Da komme ich nicht drüber. Aber hier hätten wir nochmal einen Scheinwerfer. So, einmal. Das ist nicht mein Sohn. Hörst du? Das ist er nicht. Zweimal und dreimal. Nist, hatte Mutter recht? Hat sich ein Kuckuck eingeschlichen, als du fort warst?
So. Warte mal. Das sollten wir hier ja schieben, ne? Kommen wir da durch? Nee. So, ein bisschen da her schieben. Und dann den Rest darüber. Habe ich was vergessen? Oder muss ich da runter? Naja, einen anderen Weg sehe ich jetzt nicht. Oh ja, ich bin schon richtig. Okay, dann hier einmal. Du bist nicht mein Sohn. Ich will meinen Sohn. Und dreimal. Schere, was auch immer für eine Kreatur auf den Dachboden hockt, sie hat verdient zu leiden. Aber was wenn? Sag mal, was für Zwerge baut hier? Wir setzen mal das Messklein auf. Sicher, sicher. Einmal, wenn man kein Licht hat. Natürlich ein Draht. Oh Gott. Nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Ja. Ah, ich habe die Lösung schon. Natürlich darf man da jetzt durch. Aua, tut das weh. Ich dachte, der andere erwischt mich nicht. War aber falsch gedacht. So, ist die Frage, wo bin ich jetzt her? Da unten ist der Koffer, okay. Gar nicht mal so weit weg. Tja, das Mut ist mit den Glücklichen oder so ähnlich. Ich bin am Dachboden. Ja, Hallöchen. Home sweet home. Was haben Sie dir nur angetan?
Wie komme ich an den Draht ran? Ah, hier. Der Kuckuck. Nein, es kann nicht sein. Du hast ihn zurückgelassen. Oh mein Gott. Ach, das ist der Scheinwerfer hier. Das kann mir nicht sein. Was, wenn er es ist? Die Frage, wie lange das es noch geht. Ich würde hier nun mal was einen Cut machen. Ich fühle das irgendwie schon als Ende. Aber es kann natürlich noch ein bisschen ewig weitergehen, weil das strecken die ja immer ziemlich gut. Da geht's rauf und da geht's runter. Interessant. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Cut. Machen dann in der nächsten Folge weiter und dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.